Hallo und willkommen zum letzten Video in diesem Kapitel zu Remote Procedure Calls. Ich möchte hier zum Schluss in diesem Kapitel mit Ihnen noch ein Fallbeispiel besprechen, das sogenannte Reactive Manifesto und das darunterliegende Programmiermodell sowie die Laufzeitumgebung kurz anreißen, bevor wir das Kapitel zusammenfassen und überleiten in die folgenden Kapitel. Diese Fallstudie ist das sogenannte Reactive Systems Muster für verteilte Systeme. Das kommt von einer Firma, die TypeSafe heißt. Inzwischen haben die sich umbenannt. Lightband ist, glaube ich, der aktuelle Name davon. Aber das tut hier nichts zur Sache. Die Ideen sind eigentlich immer noch die gleichen. Und kleine Warnung, das hat etwas Commercials und Werbecharakter im Folgenden. Von daher seien Sie gewarnt, nehmen Sie das mit gebotener Vorsicht zur Kenntnis. Trotzdem möchte ich das kurz mit Ihnen durchsprechen. Es gibt ein sogenanntes Manifest, ein Manifesto für Reactive Systems. Hier unten ist die URL dazu, was von folgenden Ausgangspunkt ausgeht. Es sagt, dass die zukünftigen verteilten Systeme die folgenden Eigenschaften erfüllen müssen. Sie müssen responsiv sein. Darunter wird verstanden, die Fähigkeit eines Systems, Anfragen zeitgerecht, vielleicht sogar zeitnah, aber insbesondere zeitgerecht zu bearbeiten, im Sinne von, man kann in vernünftiger Weise obere Schranken für die Ausführungszeit einer Anfrage angeben. Bevor Sie jetzt auf Halteproblem sagen und sagen, das geht gar nicht, das stimmt natürlich. Von daher muss man sich genau überlegen, wie man das hier formalisiert. Eine plausible mögliche Formulierung ist zu sagen, wir geben Wahrscheinlichkeiten an, mit denen bestimmte Fristen eingehalten werden können. Okay, und dann sind wir aus dieser Halteproblemdebatte zumindest teilweise raus. Die Vorstellung, dass ich nicht exakt sagen kann, wie lange etwas dauert, ist natürlich klar, aber doch immerhin sagen kann, ich möchte mit gewissen Wahrscheinlichkeiten sagen können, dass ich diese Frist jetzt tatsächlich einhalte. Wovon wird das abhängen, ob ich eine solche Frist einhalte mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit? Das wird von der Last abhängen, das wird von den Ressourcen abhängen und das wird davon abhängen, ob Fehler auftreten. Naja, damit muss ich umgehen können. Das heißt insbesondere, ich muss Responsiveness erst dann sicherstellen oder es wird erst dann interessant, wenn das auch der Fall ist, selbst wenn Fehler vorliegen. Also wenn ich ein resilientes System habe, ein System, das selbst dann noch Wahrscheinlichkeiten für seine Fristen garantieren kann, wenn Fehler vorliegen. Ja, jetzt passieren natürlich wieder keine Wunder, nicht? Also wenn Ihnen das einzige System ausfällt, das Sie haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Frist einhalten, null. Auch das ist leicht auszurechnen. Wir brauchen also zusätzliche Mechanismen. Wir brauchen Mechanismen wie Replikation, mehrfache Ausführung, das Vorhalten zusätzlicher, redundanter Ressourcen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir Fehler, Ausfälle in einzelnen Teilkomponenten isolieren, sodass sie nicht andere Teilkomponenten mit in den Abgrund reißen, Containment, und Ausführung delegieren an andere Teilkomponenten. Insbesondere möchte ich aber, weil das tatsächlich relativ komplizierte Fragestellungen sind, möchte ich, dass ich ein Nutzer dieses Systems, ein Dienst, der auf einem solchen System ausgeführt wird, nicht damit belasten, sich um Fehlerbehandlung zu kümmern, so gut es irgend geht. Die Tatsache, dass meine Last sich variieren kann, sorgt dafür, dass ich für das Einhalten bestimmter Wahrscheinlichkeit meiner Fristen unterschiedliche Ressourcenmengen brauchen werde, selbst unabhängig von Ausfällen. Ich muss also mit unterschiedlicher Last umgehen, indem ich gegebenenfalls mehr oder vielleicht auch weniger Ressourcen zur Verfügung stelle. Und dann habe ich ein elastisches System. Das kann sowohl reaktiv passieren, was zum Beispiel ein Autoscaling wäre. Ein Autoscaling wäre eine reaktive Form von Elastizität. Ich beobachte Antwortzeiten, ich beobachte Warteschlangenlängen. Wenn das zu lange wird, starte ich weitere Instanzen und skaliere meine Ressourcen dadurch hoch. Vielleicht bin ich aber sogar prädiktiv, indem ich Dinge vorhersage und schaue, dass es erst gar nicht erst so weit kommt, dass Antwortzeiten schlecht werden. Also, eigentlich möchte ich ein elastisches, resilientes, responsives System haben. Das sind Ziele. Wie kann ich das erreichen?
Hier ist das etwas unsauber strukturiert, zu sagen, einerseits haben wir hier Ziele oder Anforderungen, andererseits haben wir hier unten Mechanismen. Die Aussage ist, dass für das Erreichen dieser Ziele nachrichtengetriebene Interaktion zwischen einzelnen Komponenten ein gut geeigneter Mechanismus ist. Insbesondere asynchrones Nachrichten weiterreichen, also ohne auf den Partner warten zu müssen, sei ein gut geeigneter Mechanismus. Daraus folgt lose Kopplung. Ich kann eine Nachricht produzieren. Ich muss mich nicht darum kümmern, wer sie in welcher Form zu welchem Zeitpunkt konsumiert. Das ist nicht mein Problem, das kann jemand anders tun. Daraus folgt diese lose Kopplung. Lose Kopplung erleichtert Isolation, Isolation von einzelnen Komponenten voneinander. Und sinnvollerweise, weil ich ja komplexe, große Systeme bauen will, werde ich hierarchisch vorgehen von großen Systemen, die ich in immer kleinere Teilsysteme untergliedere. Das ist das übliche Teile- und Herrsche-Argument. So. Wenn Sie jetzt einen Schritt zurücktreten und das auf sich wirken lassen und sich fragen, was ist denn jetzt davon eigentlich neu? Und wenn Sie zum Beispiel dann in ein Buch gucken und sich die alten Anforderungen an Transparenz von verteilten Systemen anschauen, dann werden Sie merken, das ist alles schon mal da gewesen. Auch das kennt man alles schon. Es ist dennoch eigentlich eine recht schöne Formulierung und Zusammenfassung von plausiblen Zielen, die man hier erreichen möchte, mit zwei plausiblen Mechanismen, die dazu beitragen können. So, ja, es ist ein Manifest, ein Ziel. Es sagt wenig aus darüber, wie man da hinkommt. Es sagt wenig aus, was jetzt die nächsten Schritte sind. Das haben Manifeste immer so an sich. Es gibt aber von dieser Firma TypeSafe eine konkrete Plattform davon, die genau das unterstützen soll, die genau dieses reaktive Verhalten, die genau diese reaktiven Systeme erzielen soll. Strukturiert sich in drei Teile, strukturiert sich in ein Web-Framework. Das ist relativ langweilig, das ist yet another Web-Framework, davon hatten wir schon ein paar. Eine Data Engine, etwas, in dem Sie Daten vorhalten und verarbeiten können. Das ist zum Beispiel ein Apache Spark. Darüber reden wir noch in einem späteren Kapitel ausführlicher. Stichwort ist MapReduce-Datenverarbeitung bei redundant gespeicherten Daten. Und das, was uns hier interessiert, die Komponente, ist das sogenannte ACCA-Framework. Eine nachrichtengetriebene Unterstützung, eine Middleware, mit der Actors, Aktoren miteinander in Kontakt treten können, miteinander dieses Modell eines message-driven Datenaustausches realisieren können. Es gibt also das entsprechende Programmiermodell dazu. Es ist dieses Actor Programming Model ist der Kern dieses ganzen TypeSafe-ACCA-Modells. Ein Aktor ist ähnlich wie ein Objekt eine Kapsel für Zustand und Verhalten zu Daten und Code, sind darin enkapsuliert und von außen können Sie da auch nicht reingucken. Es gibt zwischen Aktoren keinen gemeinsam benutzten Zustand. Das können Sie in diesem Modell gar nicht hinschreiben. Jeder Zustand ist lokal innerhalb eines einzelnen Aktors gekapselt. Das Einzige, was Sie können, ist, Sie können sich gegenseitig Nachrichten zuschicken. Und die wichtige Eigenschaft dabei ist die Aussage, dass eine Nachricht atomar konsumiert wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn Sie eine Nachricht losschicken, dann ist es möglicherweise in einer solchen Situation, dass Sie mehrere Instanzen haben, eines Microservices oder eines Aktors hier, dann sind möglicherweise mehrere davon in der Lage, diese Nachricht zu verarbeiten. Was jetzt nicht passieren darf, ist, dass diese Nachricht von zwei, drei oder mehreren aufgegriffen und verarbeitet wird. Es darf auch nicht passieren, dass sie von keinem aufgegriffen und verarbeitet wird. Atomar ist hier nur eine andere Aussage für exactly once. Eine solche Nachricht, sobald sie produziert wurde, wird durch exakt genau einen folgenden Aktor verarbeitet. Nicht 0, nicht 2, schon gar nicht 3. Genau durch einen folgenden Aktor verarbeitet. Okay. Was können Sie jetzt mit diesen Aktoren machen? Relativ wenig. Sie können auf diese Aktoren referenzieren, aber eine solche Referenz ist ein sehr opakes Ding. Es gibt Ihnen zum Beispiel keine Information darüber, wo dieser Aktor sich aufhält, was Ihnen zum Beispiel erlaubt, einen Aktor zu verschiedenen Orten zu verschieben, Load Balancing in dem Sinne.
Jetzt kratzen Sie sich andererseits am Kopf und sagen, naja, wie kann ich denn jetzt eigentlich Nachrichtenaustausch betreiben, wenn Sie als Aktor Ihrem anderen Aktor lediglich Nachrichten schicken können. Das Einzige, was Sie über den anderen Aktor wissen, ist eine Referenz. Aber diese Referenz sagt Ihnen nichts darüber aus, wo Ihr Kollege sich befindet. Die Antwort ist, das können Sie nicht als Aktor und das sollen Sie auch nicht. Dazu gibt es die darunterliegende Middleware, die genau das realisiert, die diesen atomaren Austausch zwischen Nachrichten sicherstellen wird, ohne dazu den Aktor mit zu involvieren. Das ist eine Trennung des Programmiermodells, das ist nicht das Problem des Aktors, dafür zu sorgen, dass das korrekt funktioniert. In dem Sinne, sehr sauberer, sehr konsequenter Entwurf. Was Sie also in einem Aktor machen, ist eigentlich wieder eine Art ereignisgetriebene Programmierung. Sie warten auf das Eintreffen einer Nachricht. Und diese Nachricht ist ein Arbeitsauftrag, in welchem Sinne auch immer. Sie warten darauf und wenn nichts zu tun ist, dann sitzen Sie da und typischerweise wird Ihr Betriebssystem Sie blockieren. Sie warten auf das Eintreffen einer Nachricht. Okay? Sehr schön. Was können Sie jetzt noch machen? Sie können jetzt als Aktor diese Nachricht konsumieren, sie irgendwie verarbeiten, neue Nachrichten produzieren. Sie können Ihren Zustand verändern und Sie können abstürzen. Wenn Sie abgestürzt sind, werden Sie hoffentlich wiederbelebt. Was passiert mit dem Zustand, den Sie sich gemerkt haben? Wenn es relevanter Zustand ist, dann ist das Zustand, den Sie in einen stabilen Speicher abgelegt haben, sodass Sie auf diesen Zustand wieder aufsetzen können und da weiterarbeiten können. Was ist mit den Nachrichten, die Sie verarbeitet haben? Na, wie viele Nachrichten haben Sie denn verarbeitet, als Sie abgestürzt sind? Wenn Sie wirklich ein solches Programmiermodell haben, das ein On-Receive-Message macht, dann haben Sie eine Nachricht in Bearbeitung gehabt. Okay, diese Nachricht ist vermutlich möglicherweise vielleicht verloren gegangen während Ihres Absturzes. Das ist nicht auszuschließen. Das kann ich nicht garantieren als Middleware, dass ich eine solche Nachricht, die in Bearbeitung ist, nochmal wieder reproduzieren kann. Ich könnte mir sie vielleicht aufheben, aber die Middleware weiß ja nicht, was Sie, der Aktor, schon mit dieser Nachricht gemacht haben. Haben Sie schon Seiteneffekte darauf ausgelöst oder nicht? Also dazu mache ich keine Versprechungen. Ich, die Middleware, verspreche aber, dass alle anderen Nachrichten, die danach kommen, die sind noch da. Die gehen auch nicht verloren. Dafür sorge ich. Das haben Sie als abstürzender Aktor nicht zu verantworten. Dafür sorge ich, dass diese Nachrichten immer noch da sind. Sodass ich jetzt also ein Modell habe, dass ich Aktuatoren überwache. Jetzt brauche ich noch jemanden, der überwacht. Naja, dazu sind Eltern da, nicht? Ich habe einen Elternprozess. Ein Elternaktor, das sind natürlich Aktoren, keine Prozesse. Ich habe also einen Elter, der möglicherweise Kinder erzeugt. Sie können als Aktor Kindaktoren erzeugen, die Sie zum Beispiel bezüglich des Ausfalls überwachen. Und das übliche Verhalten, wenn Sie einen Ausfall bemerkt haben, ist der Neustart bei Ausfällen. Sie können auch andere Dinge tun, aber das wäre so das Default-Verhalten. Was Sie dabei garantieren, ist wie eben diskutiert, der Zustand bleibt bewahrt. Und alle Nachrichten für den Aktor sind noch da, möglicherweise bis auf die Nachricht, die gerade in Bearbeitung ist. Dafür machen wir keine Versprechungen, dafür machen wir keine Garantien. So, ein Aktor kann jetzt noch brutale Dinge mit seinen Kindern machen, er kann sie noch anhalten und töten und so weiter, aber naja, auch das ist nicht überraschend. Das kennen Sie aus den Prozessmodellen heraus. In dem Sinne, der entscheidende Punkt hier ist das atomare Konsumieren von Nachrichten, verbunden mit dieser Garantie, Zustand wird aufbewahrt und höchstens eine Nachricht geht verloren. Das ist das entscheidende, der entscheidende Aspekt dieses Programmiermodells. Sehr schön. So, es ist ein Modell. Modelle sind geduldig. Ich schreibe Ihnen 17 tolle Modelle auf, wenn Sie mir 10 Minuten Zeit geben. Die Frage ist, was für Modelle sind realistisch? Ist dieses Modell realisierbar? Wo ist der Beweis davon? Der Beweis liegt in einer tatsächlichen Laufzeitumgebung, die das realisiert. Also das Conductor, eine Cluster-Runtime, die das genau tut. Und im Wesentlichen diese Anforderungen erfüllt, die das Modell auf der vorherigen Folie versprochen hat.
Eigenschaften sind sowas wie automatische Lastbalancierung zwischen verschiedenen Aktoren, die Kopien voneinander sind, also von dem entsprechenden Älterprozess als Kopien gestartet wurden. Supervision mit automatischem Neustart und eine Interaktion mit externen Klienten. Naja, gut, das hat es fast umsonst über ein HTTP-REST-JSON-Interface. Worauf beruht das? Wir benutzen Docker-Container als darunterliegende Ausführungsumgebung, um diese Aktoren auszuführen. Und letztlich, was lernen wir daraus? Die Philosophie ist billig. Tolle Modelle sind leicht hingeschrieben. Das eigentlich Interessante ist in dem Tool-Support, ist in den tatsächlichen Systemen, die das auch realisieren. Und das ist etwas, was dieses TypeSafe eigentlich recht schön geleistet hat, als eine konkrete Laufzeitumgebung, die diese Anforderungen auch alle erfüllt. Sehr schön. So, damit sind wir am Ende dieses Kapitels angelangt. Lassen Sie mich das noch etwas zusammenfassen. Wir haben damit angefangen, dass wir uns Prozeduraufrufe angeschaut haben. Den lokalen Prozeduraufruf, den haben wir übersetzt in eine verteilte Umgebung und haben einen entfernten Prozeduraufruf realisiert. Dabei haben wir uns Dinge überlegt, wie das geeignete Request-Reply-Protokoll. Wir haben uns die Semantik von Parameterübergaben überlegt. Wir haben uns Mechanismen wie Callback, Copy and Restore überlegt. All das müssen Sie sorgfältig sich ausdenken, um ein möglichst nahe am lokalen Fall seiendes Ausführungsmodell für Ihre Remote Procedure Calls zu erhalten. Es wird aber nie exakt gleich sein, weil Sie Fehlerfälle finden, die es im lokalen Fall nicht gibt. Stichwort hierzu ist das Fate Sharing. Im lokalen Fall haben Sie immer Fate Sharing zwischen Aufrufer und aufgerufenem Programmteil innerhalb eines Prozesses. Das können Sie im verteilten Fall nicht unterstellen. Es gibt Fälle, in denen Sie unterschiedliches Schicksal erleiden und an der Stelle passt die Semantik einfach nicht mehr exakt zusammen. So, wenn wir ein RPC haben, ist ein verteiltes Objektmodell vergleichsweise geradlinig. Das ist dann vergleichsweise wenig zusätzliche Arbeit, das noch obendrauf zu bauen. Okay, damit können Sie wieder beliebig komplizierte Dinge bauen. Und es kommt wieder so ein Standardargument. Wir vereinfachen, wir schränken ein, wir restringieren auf eine kleinere Menge von Möglichkeiten. Und das ist das, was das RESTful-Modell gemacht hat, zu sagen, dieses allgemeine verteilte Objekte, Webservices im allgemeinen Fall, das ist viel zu ausdrucksstark, damit kann man de facto eigentlich nicht umgehen. Die Formalismen dazu werden viel zu kompliziert. Lass es uns einschränken auf was Kleineres, das gut genug ist, das die wesentlichen praktischen Anforderungen erfüllt. Und dafür scheint das RESTful-Modell eigentlich einen ganz guten Kompromiss gefunden zu haben. Es erfreut sich jedenfalls sehr großer Popularität im Moment. Typisches Architekturmuster ist dann noch dieser Microservices-Gedanke, zu sagen, wir können diese einzelnen Dinge sehr schön miteinander kombinieren. Und neben den Softwaretechnik-Aspekten, wie strukturieren Sie das, wie bauen Sie jetzt ein geeignetes Chaining durch Orchestrierung oder Choreografie zusammen? Für uns die spannende Frage ist, was passiert eigentlich jetzt hier in diesem Nachrichtenaustausch von einer Komponente zur nächsten? Das hat dieses ACCA-Framework im reaktiven Manifesto-Kontext ja schon deutlich gemacht. Diese Idee, atomar Nachrichten weiterreichen zu können, diese Idee ist extrem attraktiv. Die macht vieles sehr einfach, wenn Sie sich auf diese Eigenschaft verlassen können. Das Dumme ist, das ist gar nicht so leicht, diese Eigenschaft zu garantieren. Und darüber unterhalten wir uns in späteren Videos. Zunächst mal vielen Dank fürs Zuhören in diesem Kapitel 3 zu Remote Procedure Call und seinen Abarten und Varianten. Danke fürs Zuhören.